So, da sind wir wieder und wir wollten Feuerbälle haben und keine komischen Wolken. Nee. So, und schauen wir mal hier lang. Eine Druckplatte, eine Tür. Gucken wir erstmal auf die andere Seite. Ah, nicht schon wieder. Dispel, Dispel. Oh, Fighter-Level, sehr schön. Und wir machen jetzt mal selber Dispel, damit wir die Stäbe nicht verbrauchen. Und das geht auch gleich schon viel, viel schneller. Ja, wenn man das erste Mal nicht weiß, was man gegen einen Gegner machen soll, kommen sie einem immer unsterblich vor. Wenn man es dann raus hat, sind sie irgendwie nur noch lächerlich. Aber gut. Das hätten wir auch geklärt. Es geht nur hier weiter. Und die Tür geht auch nicht wieder zu. Das ist gut. Die haben jetzt überall Abzweigungen. Gucken wir erstmal da lang. Ah, noch eine Tür, die kein Schloss hat. Da drüben war auch so eine. Aber da war auch eine mit einem Knopf. Da werden wir wohl da lang müssen. Das war die hier. Keine Blitzstrahlen, keine Feuerbälle. Nö. Nichts zu holen. Ach, dafür tierisch verwinkelt. Tierisch, tierisch verwinkelt. Ah, hier ist wenigstens keine Abzweigung. Auch keine Schalter. Nö, 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 nö. Da lang. Okay. Führt das in denselben Raum? Da sind zwei Bienen. Da sind zwei Bienen. Ja, führt in denselben Raum. Dann kommt mal her. Okay, machen wir hier auch auf, damit wir uns nicht irgendwann mal verfransen und hier nochmal durchlaufen. Aber es sind echt tierisch viele Abzweigungen, überall Türen. Das wird ewig dauern, bis ich diese Ebene hier im Kopf habe. Also zumindest ansatzweise. So, was haben wir hier? Noch ein Totenkopfschlüssel. Und so ein blaues Ding. Oh, ich glaube, hier muss man einen Spiegel benutzen. Nee. Aber irgendwo hier im Dungeon gab es so ein ähnliches Dingens und da musste man einen Spiegel vorhalten. Also ich glaube, das war jedenfalls hier bei Dungeon Master. Entweder hier oder im Add-on oder im zweiten Teil. Ja, ich weiß, es ist recht vage, aber ein Versuch war es wert gewesen. Na gut, was macht ihr? Ihr schickt uns zurück. Ah, vergrößere meine Sicht. Mit einem Spiegel vergrößert man nicht. Nicht wirklich. Ah, vergrößere meine Sicht. Wenn das Glas richtig gekrümmt ist, wirkt das, was dahinter ist, ein bisschen größer, aber das wird nicht gemeint sein. Wahrscheinlich fehlt irgendein Gegenstand. Vergrößere meine Sicht. Ein Kristall vielleicht? Wir sind das jetzt zwei verschiedene Spiegel. Der war es nicht. Der auch nicht. Nee. Aber gut, das versuchen wir mal im Hinterkopf zu behalten. Hier müssen wir mit irgendetwas, was vergrößert ist, wieder hin. Da werden wir zurückgeschmissen. Können wir da hinten was auslösen? Ah. Das ist immer praktisch. Schnell laufen. Wir kamen aber schon mal ein Feld weiter. Also müssten wir ein bisschen aus. Schuhe bleiben hier. Wir sind alle überladen da. Das ist so nervig. Die Hose bleibt auch hier. Eine Fackel wollten wir immer dabei haben, falls wir mal auf so ein Rätsel stoßen. Das Schwert kann auch hier bleiben. Er ist schon mal wieder frei. Eher nicht. Der Bogen kann hier bleiben. Die ganzen Wurfdinger können hier bleiben. Die Axt kann definitiv auch hier bleiben. So, schon ist er auch frei. Was ist mit dir? Du hast das schicke Schwert.
Du hast den Knüppel der Ordnung. Ich glaube, das ist einfach nur eine Waffe. Weil das haben wir auf Ebene 3 oder 4 gefunden. Das werden wir jetzt nicht mehr für irgendein Rätsel brauchen. Hoffe ich einfach mal. Also das bleibt auch hier. Bleibt noch Elijah. Der hat einen billigen Stab, der 2 Mana bringt. Aber eventuell später, wenn man hoch genug Magier-Level hat, bringt er noch irgendwas. Wir können Essen da lassen. Nee, aber wir können das ein bisschen verteilen. Also, oh, und die Schuhe kann er mal anziehen, dann kann er wieder mehr tragen. Kettenstiefel können dahin. Das wiegt nur 0,3. Der Stab wiegt 0,5. Er ist überladen. Er ist überladen. Er ist so schon überladen. Ja. Wie war das? Wir hatten ein Rezept für Stärketränke. Irgendwo. Ich glaube, hier waren die ganzen Tränke aufgeschrieben. Ja, Full Bro-Q. Bro war, was sagt meine Liste? Bro war Yin-Yang. Also probieren wir jetzt einfach mal ganz viele Stärketränke zu machen, damit keiner mehr überladen ist. Also du. Was auch immer Full war. Full war Licht. Also N vielleicht. Und Q war, glaube ich, das Schwert. Ja. Hallo? Und er kann schon mehr tragen. Ja, das ist doch sehr schön. Also machen wir Full Pro Q. Ha. Er kann jetzt schon 72 Kilo tragen und ist trotzdem noch im gelben Bereich. Das ist ja komisch. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Davon kannst du auch gleich mal ein paar machen. Oder schön hoch. N, Yin Yang, Schwert. N, Yin Yang, Schwert. So, wer ist noch überladen? Keiner. Dann kriegt man Hallo? Sättigtrank. So. Und jetzt versuchen wir mal gegen anzurennen. Also ganz schnell. Das mache ich wieder mit den Tasten. Und ich war schon dahinter. Irgendjemand jetzt überladen? Oder warum können wir jetzt nicht mehr dagegen anlaufen? Nochmal. Ha, klappt doch. Okay. Laufe ich jetzt nochmal gegen an, um zu gucken, ob da noch irgendwas ist. Oder ich mache das Ganze mal rückwärts. Wird mal noch gedreht. Also, hinten, 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 links. Hinten, hinten, links. Hinten, hinten, links, links. Hinten, hinten, hinten. Hinten, 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 links, links. Okay. Naja, wir haben den Rubinschlüssel. Das war wohl das Wichtige da. Hoffe ich jetzt einfach mal. Der kam wieder mit. Keiner ist überladen. Nö. Gut, den ganzen Krimskrams lassen wir hier mal liegen, denn wir werden bestimmt nochmal hier hinkommen wegen dem Vergrößerungsdingens und wegen dem Skelettschlüssel. So, und jetzt suchen wir eine Tür, wo wir einen Rubinschlüssel reinpacken können. Wo ging es weiter? Schauen wir mal hier lang. Da geht's schon mal runter. Ich wollte nicht unbedingt. Was zur Hölle ist das? Ich denke mal, wir werden hier Münzen loswerden müssen. Speichern wir das mal kurz ab. 40 Münzen Raum. Und werfen jetzt einfach mal ringsum welche rein. Wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 Goldmünzen. Kommt das hin? 1, 2, 3, 4. Hier haben wir noch Kupfermünzen. Also 4 Gold, 4 Kupfer, 1 Silber haben wir. Okay. Probieren wir erstmal Kupfer. Magische Box. Oh, vielleicht je nachdem, was wir reinwerfen, bekommen wir was anderes raus. Jetzt schmeiße ich meine Goldmünze rein. Passt nicht. Okay, Silber. Passt nicht. Kupfer. Was haben wir hier? Ganz viel Essen. Das kann mal unser neues Packpferd essen. Hallo? Mehr Stärketränke. N, Yin Yang, Schwert. Hallo? Den Spruch hätte ich früher finden sollen. N, Yin Yang, Schwert. 102.
Ja, der ist echt praktisch. Und der stackt auch schön hoch. N, Yin Yang, Schwert. Jo. 115 Kilo. Hat man eben schon 122 Stärke. Gut. Das soll vorher erst reichen. Kupfermünze. Ein Kreuzschlüssel. Sehr schön. Wir hatten ja vorhin drei Türen zur Auswahl, wo wir den Kreuzschlüssel reintun können. Aber ja, auf dieser Etage gibt es definitiv viel zu viele Schlüssel. So, Kupfer. Zwei neue Kupfermünzen. Die stecken wir gleich mal hier rein. Noch eine Box. Eine Foolbombe. Und noch eine Foolbombe. Und da haben wir keine Kupfermünze mehr. Passt auch Gold? Nein. Silber? Nein. Ha, ärgerlich. Aber gut, haben wir wirklich keine mehr? Irgendwo in der Kiste vielleicht aus Versehen reingestopft? Nö. Ja gut, können wir nichts machen. Also hier wieder raus. Runter. Ich will eigentlich noch nicht runter. Wir können hier mal ganz kurz runter gucken, ob da unten irgendwas Interessantes ist. Wir sind jetzt schon auf Ebene 12 oder so. Oh. Da war wohl eine Fallgrube, die wir nicht gesehen haben. Und jetzt sind wir schon auf Ebene 13. Was haben wir hier? Ein Feuer? Ein Geisterfeuer? Dispel? Feuerball? Ja, mit Feuer gegen Feuerball kämpfen. Du solltest nicht mit dem Morgenstern kämpfen, sondern mit dem Stab und Dispeln. Dispel du auch mal? Ha. Können wir jetzt da durch? Na gut. Schon wieder was Neues gesehen. Also aus der letzten Ebene halt dieses Wasserelementar. Das halt auf der vorletzten Ebene. Wir sind ja einmal runtergepurzelt. Hier geht's wohl wieder hoch. Aber gut, dann erforsche ich das hier unten nochmal zu Ende, damit wir nicht nochmal hier runterspringen müssen für später. Da kommen wir her. Hier war nix. War hier im Raum noch irgendwas? Nö. Und hier ist das Auffangbecken. Also da oben scheinen jede Menge Fallgruben zu sein. Obwohl, nee, da ist kein Loch in der Decke. Hier ist eins, zwei, drei, vier. Also einmal die mittlere Reihe lang. Das fällt es uns ja später nochmal hilfreich zu wissen, wo die Fallgruben ungefähr sind. So, jetzt aber in den Teleporter rein und hoffentlich kommen wir zwei Etagen höher wieder raus. Nee. Wir sind jetzt wieder in dem Raum, wo wir runtergefallen sind. Und da sieht man schon Fallgruben. Also angedeutet. Was ja auch ganz schick ist. Was haben wir hier für eine Schriftrolle? Schildpotion, magischer Schild, habe ich aufgeschrieben. Das benutzen wir jetzt mal, um zu gucken, wo wir hingehen können. Obwohl ich sehe da eine Fallgrube, da eine Fallgrube, da eine Fallgrube. Das sind denn die drei, die wir von unten gesehen haben. Oder die vier. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, die zu deaktivieren. Wahrscheinlich wird hier irgendwo ein Schalter sein. Vielleicht du? Kein Klick. Rüberwerfen? Nö, hört man nur einen Tock. Okay, vielleicht ist da ja irgendwo irgendwas. Da ist schon mal eine Tür. Und ein großer Raum. Ich mag keine großen Räume. Nicht seit Ebene, was war das? 8 oder 9? Jedenfalls nicht, wenn da irgendwo irgendwelche Schlüssel auf dem Boden rumliegen und man eine Stunde lang rumläuft, um den zu finden. Das war echt nicht so toll. Ah, hier geht's überall weiter. Oh. Weiter. Feuerschild, Feuerschild. Feuerball. Feuerball.
Noch ein neuer Gegner? Was bist denn du? Du siehst auch so ein bisschen geisterhaft aus. Oh, sie vermehren sich. Komm mal her. Jo, fliegt durch. Also brauchen wir den Anti-Geisterspruch. So. So und so. Und dahinter ist kein Skorpion, sondern irgendwas anderes Großes, Gelbes. Mann, 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 wir hätten nicht die Treppe runtergehen sollen. Auch nicht mehr eben nur kurz zum Gucken. Au, 128 Schaden. Trink was. Antigeist. Antigeist geht durch. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Zuhauen? Also sie können zaubern. Sie können nicht von Feuerbällen getroffen werden. Einer von denen ist durch Antigeist gestorben und der andere, den juckt das gar nicht. Das ist ja auch. Ah, der steht falsch. Was mit dir? Aha, schön, das war's. Also ich stand einfach nur falsch. Trotzdem will ich da nicht unbedingt weitergehen. Ich würde lieber wieder 2 Etagen hoch. Die sind überall Türen. Vielleicht können wir uns da ja einbunkern. Ja, schaut gut aus. Tür zu. Hier schlafen wir jetzt erstmal. Und dann machen wir einen Cut. Mann, 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 wir werden echt mit neuen Gegnertypen überhäuft. Und ich weiß auch nicht, wie viele davon zum Originalspielen gehören und wie viele reinprogrammiert wurden durch das Addon hier. Oder Mod eher gesagt. So. Speichern. 34. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann mal weiter um. Also, bis denn.